Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. So sieht das Buch aus. Ich bin angekommen im hellgrünen Kapitel. Das heißt, Medikamente richtig einnehmen. Und der Abschnitt heißt mehr Übersicht, der Medikationsplan. Was, wann, wie viel und wogegen eigentlich? Gerade wenn man mehrere Mittel einnimmt, kann man schon mal die Übersicht verlieren. Mit einem Medikationsplan blicken Sie durch. Sie nehmen bereits regelmäßig Medikamente ein und jetzt hat Ihnen der Arzt noch ein Blutdruckmittel verschrieben oder gleich mehrere. Die eine Tablette wird morgens eingenommen, die andere mittags, abends oder zur Nacht. Die eine sollte auf nüchternen Magen, die andere vor dem Essen oder halt, Sie sollten Sie das Mittel nicht mehr mit den Mahlzeiten einräumen. Die eine sollte auf nüchternen Magen, die andere vor dem Essen oder halt, sollten Sie das Mittel nicht mehr mit der Mahlzeit einnehmen. Wenn Sie vor Ihren Pillen und Packungen sitzen und den Überblick verloren haben, wird es vielleicht Zeit für einen Medikationsplan. In Umfragen gaben die allermeisten der befragten Patientinnen und Patienten an, dass sie sich dank dieses Plans im Umgang mit den Arzneimitteln sicherer fühlen. Per Gesetz geregelt. Denn mit der Anzahl der Medikamente wächst sowohl das Risiko für Einnahmefehler als auch das Risiko für Wechselwirkungen. Ein Medikationsplan macht die Arzneimitteltherapie sicherer. Deshalb haben gesetzlich Versicherte seit Oktober 2016 Anspruch auf eine schriftliche Übersicht ihrer Arzneien, und zwar unter folgenden Voraussetzungen. Sie benötigen dauerhaft mehr als 2 rezeptpflichtige Medikamente. Dauerhaft heißt, sie sind für mindestens 28 Tage verschrieben. Die Medikamente wirken systemisch, verteilen sich also im ganzen Körper. Manche Hautsalben oder Tropfen gegen trockene Augen zählen unter Umständen nicht. Ein Medikationsplan umfasst alle Medikamente, die Ihnen verordnet wurden, aber auch alle Mittel, die Sie sich selbst ohne Rezept gekauft haben, wenn der Arzt davon weiß. So bekommen nicht nur Sie als Patient eine Übersicht, sondern auch Ihre Ärzte. Schließlich weiß ein Arzt nicht, was der andere verschreibt. Und erst recht weiß er meistens nicht, welche rezeptfreien Mittel der Patient noch zusätzlich schluckt. Auch frei verkäufliche Produkte können in Wechselwirkung mit anderen Mitteln treten. Wenn der Arzt ein neues Medikament verordnen möchte, kann er mit Hilfe der Auflistung zum Beispiel prüfen, ob es passt und ob Wechselwirkungen zu befürchten wären. Wenn Sie über Beschwerden klagen, kann er auf einen Blick erkennen, ob es sich dabei um mögliche Neben- und Wechselwirkungen handeln kann. Mehr als eine Liste. Auch für eine, mehr als eine Liste, auch für die Apotheke, die Schnittstelle zwischen Arzt und Patient, ist ein solcher Überblick hilfreich. Bevor der Apotheker das gewünschte Medikament abgibt oder verkauft, kann er als Arzneimittelexperte noch einmal einen kritischen Blick darauf werfen und gegebenenfalls Wechselwirkungen checken. Ein Medikationsplan ist immer gleich aufgebaut und umfasst folgende Punkte. Namen des Patienten und Name des Arztes oder Apothekers, der den Plan erstellt hat. Datum und Scannercode. Der Plan kann per Scanner eingelesen und am Computer aktualisiert werden. Name des Wirkstoffs und Handelsname. Der Handelsname ist der geschützte Markenname.
meist mit einem R versehen, unter dem der Wirkstoff verkauft wird. Bekanntestes Beispiel in Aspirin ist der Wirkstoff Acetylsalicylsäure enthalten. Wird auch der Wirkstoff der Medikamente genannt, fällt zum Beispiel auf, wenn zwei Medikamente denselben Wirkstoff enthalten und damit eine Überdosierung droht. Eine Doppelverordnung kann beabsichtigt sein, passiert aber auch oft versehentlich nach Krankenhausentlassungen. Oder wenn verschiedene Ärzte verordnen. Dosierung und Darreichungsform, zum Beispiel Tabletten mit 5 Milligramm oder Spray mit 0,4 Milligramm Wirkstoff. Zeitpunkt der Einnahme, morgens, mittags, abends zur Nacht. Der Zeitpunkt kann mitentscheidend für die Wirkung sein. Besondere Hinweise, da könnte zum Beispiel stehen, dass die Arznei im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte. Grund der Einnahme. Gegen welche Beschwerden, bei welchen Krankheiten hilft das Medikament? Selbstmedikation. Hier werden die rezeptfreien Mittel aufgelistet, die nicht immer harmlos sind. Johanniskraut etwa verstärkt oder vermindert die Wirkung mancher Arzneien. Bei gleichzeitiger Einnahme von kaliumhaltigen Mineralstoffpräparaten und ACE-Hämmern oder Sartanen kann es zu einer erhöhten Kaliumkonzentration im Blut kommen. Weitere Hinweise. Extra aufgeführt werden können zum Beispiel Medikamente, die ein besonderes Einnahmeschema erfordern, zum Beispiel alle 3 Tage. Oder die unter die Haut gespritzt werden, wie Insulin beispielsweise. Gesetzlich ist geregelt, dass der Hausarzt einen solchen Medikationsplan ausstellen muss, wenn er ein neues Medikament verschreibt oder wenn es der Patient wünscht. Fachärzte müssen nicht, dürfen aber. Und Apotheken haben den gesetzlichen Auftrag, den Medikationsplan auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn der Kunde es wünscht. In der Praxis hat sich dies allerdings noch nicht immer herumgesprochen. Es kann sein, dass Sie die Ärztin, der Arzt verwundert anschauen, wenn Sie nach einem Medikationsplan fragen. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken und ergreifen Sie die Initiative. Es ist in Ihrem Interesse, dass Sie einen kompetenten Ansprechpartner haben, der über Ihre komplette Medikation Bescheid weiß und Sie beraten kann. Das kann der Hausarzt, die Fachärztin, aber auch der Apotheker sein. Wenn es mit einem offiziellen Medikationsplan nicht klappt, fertigen Sie selber eine Liste ein. Ein interaktives Formblatt, um alle Medikamente aufzulisten, gibt es zum Beispiel auf gesundheitsinformationen.de. http. So, das war der Teil. Der letzte Teil heißt mit dem Arzt besser kommunizieren. Der kommt dann morgen früh. Tschüss.